Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fishing Planet mit dem Underwater Frank. Mit dabei heute der Tampi und der Lutzemai. Hallo, hallo. Moin, moin. Hallo, Ja, wir wollen grüß auf den Tiger-Muskel gehen. Am besten natürlich, wenn es den in einzigartig gibt. Ja, bevorzugte Köder, Shiner, großer Ritzen haben wir jetzt auch beide schon am Start. Ich probiere gerade mit Medium Spoon. Hier stehen auch noch schöne andere Köder, die er hier bevorzugt. Frösche ernährt er sich auch viel. Kleine Säugetiere. Na, mal gucken. Ja, dann gucken wir mal, wo wir denn hier überhaupt hinschmeißen. Ach, Tampi ist hier vorne, siehst du? auf dem Steak. Auf dem Steg, du Mann, du, der Nein, Junge, nicht du. auf dem Steak, sondern auf dem Steak. Auf dem Steg. Ich bin dabei. Ich schmeiß mal hier rechts so ein bisschen, mal gucken. Komm an meine Seite, mein Junge. Jo, ich schmeiß mal hier zu den Seerosen rüber. Oha. Oha. Na, kurz geflackert. Das Spiel verlassen. Ich sehe, du machst das Spiel neu. Ich halte Das meinen Mund heute. ist das nächste Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk schon vorprogrammiert. Ja, ich habe gesagt, soll jemand einen neuen Furzkissen. holen. Ein Furzkissen, genau. Bis bei 47 Meter. Aber Spannung ist nicht allzu hoch. Ja, meiner war auch nicht so toll, ne? Nee, nee. Ja, direkt morgens um 5 bei Wolke. Mal gucken, was es ist. Ja, sieht so aus, ne? Ja, Tiger geht's Head. ab. Ja, Tiger Head. Jo, Head. danke. 4,407 Kilogramm. Ja, liebe Zuschauer, das war der erste Tigerhecht. Mal sehen, ob wir das noch toppen können. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. 4 Stunden später, immer noch kein Nächster. Oh, jetzt wird's gefährlich. Fällt jeder kommt. Oh. Oh. Wer ist der Feldjäger? Ich. Ach so. Es ist meine Tarnung aufgefallen. Ach so. Guten Morgen, hübsche Frau. Schleimer. Immer der Arsch hier, ey. Ja, Desperado, ne? Sobald es Bikini gibt, schenke ich dir den DLC, ne? Dass du immer im Bikini neben mir stehst. Ist unglaublich, ja. Aber besser wäre doch noch Oh, Oberkörperfrei. Alex, GZ. Oh, GZ. Alex. Auch bei Wolke, oder was? GZ. Wolke, 5 Uhr früh. Genau. Ja, das ist der Fisch der 1000, der 10.000 Auswürfe. Ja, liebe Zuschauer, der Frankie, der so ein bisschen Notstand. Ja, würde Genau. Zuschauerin bitte melden. Aber bitte nur Bilder im Bikini. Aber das Oberteil können die ruhig weglassen, ne? auch dieses, ja. Verpixelt. Probier jetzt mal mit Mikrofon Shiner. Mal gucken. Hatte Tampia von auch schon einen rausgezogen.
Na, was haben wir hier? Ja, ist GZ. Oh, 4,8. GZ? Also mit großer Ritze, 6,0er Haken und dann 2 Meter Tiefe bisher. Ja, hallo, ihr habt ja jetzt gesehen, dass ich den Tigerhecht jetzt mit Shiner gefangen habe und einmal auch mit Crankbait. Wollte ich euch nochmal kurz die Ausrüstung zeigen. Also mit Shiner, mit großer L-Ritze, ich verwechsel das jedes Mal. Mit großer L-Ritze geangelt habe. Und ich habe jetzt halt so 1,80 Meter Tiefe. Ihr könnt aber auch so, ja, bis 2 Meter, sag ich mal, so gehen. Ja, ich habe halt 6,0er Haken. 55er Fluoro, wie gesagt, diese DLC-Route, DLC-Rolle und halt die Brutus 300. Ja, und bei der anderen, bei der Rivertex halt den Crankbait 3,5 Meter 6,0. Ja, und dann ist quasi der Spot, den wir bisher rausgefunden haben, hier hinten in dieser kleinen Bucht. Also wenn ihr hier auf der Karte diese kleine Ecke hier hinten ist das denn. Und ihr geht jetzt entweder, geht ihr hier lang. Also spawnt quasi oben an dem Punkt. Und damit ihr dann quasi, weil da hinten in der Ecke, in der Bucht ist halt kein Angelsteg. Deswegen entweder von diesem Spot hier werfen. Ihr quasi von hier aus, ich komme ja auch nicht dichter ans Wasser ran. Von hier aus quasi dahinter wirft. Einfach, soweit ihr könnt. Also ich habe jetzt glaube ich so auf 35 bis 39 Meter so die Bisse gehabt. Oder ihr geht halt quasi an die andere Stelle. Und da könnt ihr dann auch in die Ecke werfen. Weil hier vorne gibt es halt echt keinen Platz, dass man hier direkt angeln kann. Das haben die, glaube ich, auch mit Absicht so gemacht. Dann gehen wir nochmal rum. Ihr seht, hier kommt hier nicht durch. Keine Chance. Hier kommen wir zwar ein bisschen dichter, aber ja, quasi hier hinten bei den Seerosen ist ein guter Spot für die Muskelungen und für die Tigerhechte. Ja, und dann stellt ihr euch quasi hier einfach hin. Wir haben jetzt Wetterbedingungen haben wir jetzt soweit rausgefunden. Bei Wolke haben wir das gehabt. Und dann gleich von morgens an. Und dann quasi einfach hier hinstellen. Dann seht ihr hier hinten quasi das Herz in dem Baum. Beziehungsweise hier so zwischen dieser Baum. Gipfel, also zwischen dieser Herzformation und zwischen diesen Bäumen, da könnt ihr quasi einfach hinwerfen. Ja, und wie gesagt, also bei Sonne hatten wir jetzt noch nicht so viel Erfolg gehabt. Gut, die Zeit hier von den Muskis ist ja jetzt auch vorbei. Ich kann es ja nochmal probieren, und das auch bei Sonne ganz gut hinkriegt. Ich schmeiße jetzt mal volle Kanne aus. Mal gucken. Oh, steht eigentlich ganz gut, der Köder. Kommt jetzt nicht direkt auf den Boden auf. Habe jetzt mal 1,80. Also von der anderen Seite aus könnt ihr auch mal auf 2 Meter gehen. Mal gucken. Ich glaube aber jetzt nicht, dass jetzt großartig was beißt. Aber bei Sonne haben wir jetzt noch nicht so viel probiert. Halt bei Wolke halt wirklich von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr. Wir haben aber bisher auch noch keinen Trophy rausgeholt. Also wirklich nur die ganz einfachen Tigermuskis, also die gewöhnlichen. Na, ich glaube, hier passiert jetzt auch nichts mehr. Auch keine Mikrozuppler. Scheint der Fisch jetzt wirklich gerade nicht da zu sein. Ich glaube, wir haben halt so weit rausgefunden, dass es halt außerhalb der ehemaligen Muskizeit ist. Also trotzdem noch zu einer guten Beißzeit, aber halt außerhalb der Muskizeit. Weil ansonsten beißen halt hauptsächlich die Trophy-Muskis oder die normalen. Wenn ihr die Stelle beangelt, weil die mögen die großen L-Ritzen auch sehr gerne. Keine Bewegung. Ja, wenn wir weitere Informationen haben, melde ich mich auf jeden Fall nochmal.
wenn wir jetzt irgendwie mal einen Trophy gefangen haben oder der ein oder andere vielleicht auch mal einen Unique, dann bitte ich mich auf jeden Fall nochmal melden. Ihr seht jetzt gerade, hier geht jetzt gerade nichts. Alles klar. Dann erstmal vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Underwaterfang. Tschüss.